Ein kräftiges Servus, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin Arn Wiedre und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die geheime Exo-Quest-Mission, die Variable und somit auch an die exotische Klefe Vexcalibur herankommen könnt. Als erstes führt unser Weg in die Schlucht der europäischen Todeszone. Dort angekommen, folgt ihr einfach wie im Video zu sehen dem Laufweg, um diese kleinen Vex-Konstrukte da einzusammeln, welche euch einen Zugangscode gewähren. Einfach durchrennen oder springen und schon habt ihr diese eingesammelt, die Hitbox ist ziemlich groß. Achtet ein wenig auf die Zeit, denn ihr habt immer etwa 30 Sekunden, um von einem Konstrukt zum nächsten zu gelangen, dann resettet sich der Timer, also ja, gebt da ein bisschen drauf Acht. Läuft der Timer ab, müsst ihr halt eben von vorne beginnen. Habt ihr alle Konstrukte und somit den kompletten Zugangscode erhalten, begebt ihr euch in eine Höhle, für den ich euch den Laufweg hier einmal kurz zeige. In der Höhle interagiert ihr mit einer zahmen Harpie, um die Exo-Mission und somit auch die Exo-Quest, die Variable, zu starten. Was die ganzen Laufwege angeht, da brauche ich eigentlich weniger was zu sagen, denn der ist im Eigentlichen recht übersichtlich, klar ein bisschen verzwickelt manchmal, aber eigentlich recht simpel. Ich zeige ihn euch dennoch so ein bisschen im Schnelldurchlauf, falls ihr doch mal nicht weiterkommen solltet, dann habt ihr quasi immer so Eckpunkte, wo ihr euch richten könnt, ah, da ist er lang. Macht euch aber keinen Druck, schaut euch in Ruhe um, denn die Mission geht nicht auf Zeit, also zumindest noch nicht, dazu aber gleich mehr. Wenn ihr euch nicht verlaufen haben solltet und plötzlich in Rom steht, kommt ihr eigentlich auch schon quasi in der ersten Phase der Mission an. Dort müsst ihr an diesem Konflux, nenne ich das Teil jetzt mal, dreimal einen Zugangscode eingeben, um die Türe oder das Datengittertor zu öffnen. Am Konflux selber tauchen immer wieder drei geometrische Formen auf. Ein Würfel, eine Pyramide und ein, ich nenne es jetzt mal Prisma. Die Zugangscodes tauchen nach und nach an drei unterschiedlichen Stellen auf. Der erste davon direkt auf der rechten Seite vom Konflux. Von oben nach unten gelesen gilt es, die Formen in der vorgegebenen Reihenfolge am Konflux abzuschießen. In meinem Falle wurde einmal Würfel und zweimal Prisma vorgegeben. Ihr geht zum Konflux, schießt als erstes auf den Würfel und dann zweimal hintereinander auf die Prisma-Form. Bedenkt aber, dass die Codes random generiert werden und bei euch eine komplett andere Reihenfolge entstehen kann. Das Ganze, was ihr hier gerade seht, ist nur als Beispiel anzusehen. Die beiden nächsten Codes sollten sich einmal links und rechts hinter dem Konflux selber befinden. Einfach kurz Ausschau halten, den Code merken und in der richtigen Reihenfolge, wie eben erklärt, abschießen. Gebt zwischenzeitlich auch immer mal auf die Gegner Acht, denn diese spawnen quasi endlos, bis ihr die Phase dann endlich durch habt. Habt ihr alle Codes richtig eingegeben, seht ihr über eurer Ulti Zugang gewährt. Und es kann auch schon weitergehen. Solltet ihr die falsche Form angeschossen haben, resettet sich der aktuelle Code und ihr müsst einen neuen Code eingeben, der euch dann halt eben generiert wird. Ganz von vorne anfangen müsst ihr, glaube ich, soweit ich weiß, nicht. Wenn ihr dann endlich mit der ersten Konfluxphase durch seid, geht es ein Stückchen weiter in die nächste hinein. Auch hier das gleiche in grün. Die Codes befinden sich, wie hier im Video zu sehen, einmal hinten links, hinten rechts etwas versteckter und einmal mittig hinten. Da müsst ihr quasi einmal drüber hüpfen, um es dann auf der anderen Seite sehen zu können. Ihr seht's ja. Achtet auch hier auf die schier endlosen Gegner, die während der ganzen Phase überspawnen und versuchen, euch das Leben etwas zu erschweren. Als nächstes erledigt ihr einen kleinen Ansturm der Vex und bahnt euch so einen Weg durch die Mission durch. So als kleine Anmerkung oder Reminder, nicht vergessen, die Quest in eurem Questlog zu verfolgen, um immer mal quasi eine Wegmarkierung zu bekommen, insofern die Wegmarkierung nicht schon durch die Mission gegeben wird. Dieser zeigt euch dann halt eben den Weg durch die Mission, was schon so eine kleine Hilfestellung sein kann. Wenn nicht, packt ihr einmal kurz den Geist aus und dann seht ihr eigentlich auch schon, wo eine Wegmarkierung hinzeigt. So sollte es normalerweise der Fall sein.
Nach ein wenig Laufweg kommt ihr auch schon in der ersten Bossphase der Mission an. Hier wird es ein wenig Gambit-lastig, denn ihr müsst Gegner besiegen, um solche pink-violetten Modes, also Datensätze, zu sammeln. Um den Boss also aus seinem Datengitter zu locken, müsst ihr zuerst 8 Daten sammeln und an diesem Komflux da abgeben. Hier ist es egal, ob einer 5 und jemand anderes 4 und wieder einer 3 abgibt oder eine Person gibt einfach alle ab. Hauptsache, es wurden insgesamt 8 Stück abgegeben. Habt ihr die Daten alle abgegeben, öffnet sich unter dem Komflux der Boden und ihr könnt da nun hineinspringen. Das ist wichtig, denn sobald der Timer links unter der Missionsanzeige auf 0 steht, schließt sich quasi der Boden wieder und alles, was bis dahin nicht mit euch im Loch sein sollte, wird einmal gelöscht. Also alle Feinde, aber auch die Verbündeten, die es nicht ins Loch geschafft haben sollten. Danach öffnet sich der Boden unter euch und ihr fallt in eine Art Portal, welcher euch zurück nach oben bringt. Das Ganze kann am Anfang wenig irritierend sein, doch habt ihr bis dahin eigentlich alles richtig gemacht. Jetzt sammelt ihr nochmals Datensätze, dieses Mal sind es 10 Stück, gebt diese wieder am Komflux ab, springt in das Loch, wartet bis der Timer wieder auf 0 ist. Achtet ein wenig auf die Feinde, denn diese kommen ganz gerne an das Loch heran und versuchen euch von oben den Garaus zu machen. Jetzt, da ihr den Komflux zweimal mit den Datensätzen gefüttert habt und somit auch das zweite Mal durch das Portal gefallen seid, kommt auch quasi das erste Mal der Boss um die Ecke. Der Boss ist im Eigentlichen nichts weiter als der etwas stärkere Hydra, bei der es im Eigentlichen nicht viel zu beachten gibt. Ballert diesem einfach die erste Hälfte des Lebens weg und der Boss wird sich wieder zurückziehen. Sobald das passiert, geht der ganze Spaß auch schon wieder von vorne los. Das Ganze macht ihr also noch einmal, bis der Boss erledigt ist. Ist die Phase durch, rennt ihr in die Richtung, aus der der Boss kam und arbeitet euch mit ein bisschen Springen, Schießen und Spazierengehen einen Weg durch bis zur nächsten Phase. Wenn ihr, wie hier im Video zu sehen, durch das Portal springt, könnt ihr euch dann auch schon mal einen kleinen Überblick darüber verschaffen, was gleich so auf euch zukommen wird. Unten angekommen, könnt ihr euch erstmal einen Banner stellen und euch dann in die Bossphase und somit auch in die letzte Phase der Mission stürzen. Wer von euch den Strike Pyramidion noch kennen sollte, dem dürfte der Boss kein Fremder sein. Denn neben dem Aussehen hat sich auch an seinem Kampfverhalten nicht wirklich was verändert. Der Bosskampf selber läuft über 3 Phasen, also quasi auch über 3 Ebenen. In der ersten Phase haut ihr den Boss erstmal ordentlich auf die Mütze und betreibt ein klein wenig Adclear. Der Boss teleportiert sich an den Ecken des Schlachtfelds immer mal hin und her, doch ändert sich soweit nichts. Einfach draufprügeln und habt ihr dann das erste Drittel vom Lebensbalken erledigt, flüchtet der Boss in die nächste Ebene. Ihr folgt diesem durch das Portal und es kann schon weitergehen. In dieser Ebene gilt es allerdings, eine kleine Rotation zu beachten. Neben den ganzen kleinen Adds taucht auch eine Hydra mit dem Namen Verschlüsselungsdämon auf, welchen ihr definitiv erledigen müsst, um einen Komflux zu rufen. Wie zuvor schon mal in der Mission, müsst ihr nun die Codes suchen und am Komflux richtig eingeben, um dem Boss sein Käfig zu entfernen. Wie im Video zu sehen, sollte sich der erste Code auf der rechten Seite unter diesem durchsichtigen Dreiecksgitter befinden. Merkt euch den Code von oben nach unten und gebt ihn wie schon mal zuvor in der richtigen Reihenfolge am Komflux ein. Habt ihr den ersten Code richtig eingegeben, verschwindet der Käfig um den Boss herum und ihr könnt diesem Ohr wieder mal ordentlich auf die Mütze kloppen. Je nachdem, wie viel Schaden ihr macht, benötigt ihr eventuell eine weitere Phase. Also nochmal den Verschlüsselungsdämon erledigen, den Code diesmal spiegelverkehrt auf der linken Seite unter diesem durchsichtigen Gitter suchen, Code merken, am Komflux anschießen und schon geht die Damage-Phase weiter. Habt ihr das zweite Drittel vom Lebensbalken des Bosses erledigt, flüchtet dieser wieder und ihr folgt ihm durch das Portal in die dritte Ebene. Wie auch schon im Strike läuft der Boss nun frei herum und feuert aus allen Rohren. Das gibt euch die Gelegenheit, es ihm gleich zu machen und rauszuballern, was nur geht. Denn in dieser Ebene gibt es keine Rotation oder Mechanismen, welche beachtet werden müssten. Einfach platt machen und ihr habt es dann auch schon quasi geschafft. Rennt nun zur Markierung und sammelt einmal den Datensatz der Exoklave Vex Calibur ein und bringt diese einmal zur Helm. Dort angekommen, bekommt ihr dann auch schon am Strategietisch die Vex Calibur in die Hand gedrückt.
Den Bauplan, den könnt ihr aus der Waffe auch direkt ziehen, ohne die Klefe zerlegen zu müssen oder diese Fortschritt geben zu lassen, whatever. Einfach den Bauplan rausziehen und ihr könnt diese dann in der Enklave umschmieden, insofern ihr ja, das passende Level für entsprechende Perks erreicht habt. So Leute, ich hoffe, dass dieser Guide hilfreich war und euch das Video zusätzlich auch gefallen hat. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt. Gerne dürft ihr auch eure Meinungen, Feedback und Gedanken zur Exoklave Vexcalibur oder gar der Quest Mission Die Variable in den Kommentaren freien Lauf lassen. Ich klicke mich wieder einmal aus und wünsche euch eine draußen weiterhin frohes Farmen sowie guten Loot. Bis später, euer Anvidre.